Hallo Friends, Michael Buchinger hier. Am Sonntag fand wieder Woody Allens liebste Preisverleihung statt, die Teen Choice Awards. Nein, dort darf man sich keine Teens aussuchen und mit nach Hause nehmen, sondern die Teens entscheiden, welche Celebs Preise bekommen. Absolut toll. Und ich bin heute hier, um die Mode dieser Prominenten zu beurteilen und zu reviewen. Es sind die Teen Choice Awards, das heißt, die Gäste, deren Outfits ich heute beurteile, sind relativ jung und ich erkenne in etwa so viele Leute wie Betty White nach ihrem letzten Alzheimer-Schub, aber ich gebe mein Bestes. Man muss die Leute ja nicht kennen, um über ihre Outfits herziehen zu können. Meghan Trainor sieht super gut aus, wenngleich ich finde, diese Pose, die Teekanne, sollte verboten werden. Ich meine, ich weiß, sie ist dazu da, um die eher unvorteilhaften Stellen zu kaschieren, aber wo soll das hinführen? Wenn ich das tue, stehe ich so auf dem roten Teppich. Für Lucy Hale habe ich einen kleinen Tipp. Lucy, exhale! Sie sieht einfach aus, als würde sie nicht nur einen, sondern gleich mehrere Fürze zurückhalten und das kann nicht gut sein. Anna Kendricks Brust funkelt mehr als Janet Jacksons Nippelpiercing, aber ich verstehe dieses Kleid nicht ganz. Die Bildsprache und die silbernen Stellen beim Kleid suggerieren, dass ihre rechte Brust bis hier nach unten geht, aber Anna ist 33. Ich glaube, sie hat noch ein paar gute Jahre in sich, bevor sie ihre Brust als Badewannenstöpsel verwenden kann. Es ist nicht vorteilhaft, sagen wir so. Offenbar war das Motto, kleide dich so schillernd wie John Travolta an seinen schwulen Wochenenden weg von der Familie, denn die Prominenten funkelnden mehr als alle sechs Weihnachtsbäume der Kardashian-Jenners kombiniert. Sabrina Carpenter lebt ein Märchen. Ihre Eltern haben ihr verboten, zu den Teen Choice Awards zu gehen und sie zu Hause in einem Turm eingesperrt. Oh ja, selbst ist die Frau. Sie hat sich einfach ein Kleid aus alten Möbeln gebastelt und ist dennoch gegangen. Toll für dich, Sabrina, aber Achtung. Sobald es Mitternacht wird, verwandelt sich dein Kleid wieder in Liza Minnellis alten Lampenschirm. Denn so sieht es aus. Nick Cannons Outfit ist eines dieser 3D Magic Eye Bilder. Starrt lange genug darauf und ihr taucht in diese ikonische Zeit der Popkultur vor 2009 ein, in der Paris und Nicole noch Freunde sind und Lindsay Lohan noch ihr vorletztes Gesicht hat und nicht ihre letzten Sympathiepunkte mit kontroversen Meinungen zu Me Too und Harvey Weinstein verspielt. Es waren die goldenen Zeiten und ich möchte sie zurück. Wer sind all diese Promis, die wir da heute haben? Lily Pons, ich habe zwei Fragen an dich. Nummer 1, wer bist du? Nummer 2, warum? Ich weiß, wir haben bald September und am Abend wird es kühler und ein Jäckchen wäre angebracht, aber man nennt es den Zwiebellook, nicht den aufgeschnittene Avocado, in deren einen Hälfte noch der Kern steckt. Look. Die Leute lieben es, sich darüber aufzuregen, wenn ich sage, dass ich gewisse Prominente nicht kenne, wo Lily Pons doch berühmter ist als all die Menschen, die ich heute schon genannt habe, denn sie hat 26,6 Millionen Follower auf Instagram. Wow. Eine große Zahl. Diese Zahl ist schockierend groß. Schockierender aber ist es, dass unter diesen 26,6 Millionen Menschen keine einzige Person ist, die sagt, hey Lilly, ich bin Stylist, ich kann dir helfen mit was auch immer gerade da los ist. Bei all diesen Youngsters würde es mich nicht wundern, wenn der Veranstaltungsort der Teen Choice Awards noch heute nach Clairasil riecht. Ich persönlich mag meine Promis so, wie Roman Polanski seine Liebhaberinnen nicht mag. Älter als 16. Das Lustige ist, wenn man dann bei den Outfit-Bildern ein Bild einer Person erwischt, die nicht 14 ist, sieht sie sofort steinalt aus. Ich habe dieses Bild gesehen von der Schauspielerin Rachel Bloom aus Crazy Ex-Girlfriend und ich dachte, es wäre die berühmte, ikonische Film- und Theater-Schauspielerin Kathleen Turner. Kathleen Turner ist 64 und Rachel Bloom ist 31. Ein Grund mehr, nicht mit jungen Leuten abzuhängen. Wow, es ist ein Look. Man kreuze Kylie Jenner mit Paris Hilton und füge eine Vorliebe für Frittiertes hinzu und dann bekommt man Bibi Rexha. So wie diese Person heißt. Ich habe sie gegoogelt, ich musste sie googeln und ich habe herausgefunden, dass sie singt und ihr größter Hit heißt I'm a Mess. Was du nicht sagst. Ich wäre nie darauf gekommen.
Candace Cameron Bure sieht gut aus. Und sie ist ja bekannt aus Full House und Fuller House und vielen Fernsehfilmen. Deswegen ist es ungewohnt, sie in etwas zu sehen, was bei mir nicht Brechreiz auslöst. Ich meine, ich finde, sie schaut super aus. Anders als die Bezeichnung Schauspielerin passt ihr dieses Outfit wirklich gut. Cole Sprouse sieht immer mehr aus wie dieser gruselige Mann aus den drei Engel für Charlie Filmen, der den Engeln immer zu die Haare ausreißt und dann so ekelhaft daran riecht. Was ist das? Ich habe generell auch so eine Abneigung dagegen, wenn Männer ein Hemd nehmen, so wie dieses Jeanshemd, das meiner Meinung nach so aussieht, als wäre es als äußere Schicht eines Outfits gedacht und es dann zur inneren Schicht machen, indem sie noch einen Blazer drüber ziehen. Babushka. Wie eine Babushka. Dieses Mädchen heißt Jojo Siwa. Über ihr Outfit müssen wir nicht reden. Sie ist noch in diesem Alter, wo man sich denkt, oh, ich habe eine Persönlichkeit, darauf kommt es an im Leben. Jojo, nein. Wir reden jetzt über die reine Blasphemie. Jojo ist und bleibt für mich diese Frau, diese geniale Sängerin. Und um sie zu zitieren, get out, leave. Right now, it's the end of you and me. It's too late and I can't wait for you to be gone. Und das ist meine Message an all diese jungen Stars. Wow, die Teen Choice Awards waren einfach crazy. Und ich habe das Gefühl, outfit-technisch ist dort wirklich alles okay. Och, das schlechteste Outfit des Abends hatte meiner Meinung nach Lily Pons. Ich hoffe, sie macht eines ihrer, was macht sie? Musical.ly Videos darüber, wo sie uns erklärt, was es soll. Und der beste Look des Abends, es tut mir leid, es tut mir weh, das zu sagen. Ich mag diese Person einfach nicht, aber sie sah gut aus. Candace Cameron Bure. Es ist schlicht, es ist flirty, es passt zu ihrem Teint, sie zeigt Bein, was möchte man mehr? Vielleicht, dass sie nicht so eine konservative Bitch wäre, aber darum geht's nicht. Sagt mir gerne in den Kommentaren, welchen Look ihr am besten fandet und welchen Look ihr am schlechtesten fandet. Sagt auch gerne Bescheid, falls ich irgendjemanden total wichtigen vergessen habe zu reviewen, dann schaue ich mir das gleich nochmal an. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn ihr dieses Video mochtet, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!